herzlich willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind zurück in Winchester, Befragung der Kleinkinder zur Feder und wir haben das letzte Mal hier direkt aufgehört und wollten jetzt weitermachen und gucken mal, was da rauskommt dabei. Da sind wohl die beiden, die alles sehen und wissen. Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Batschi, Batschi, Bockbein, mich kriegst du nicht. Bei Gott. Da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrin schaufeln. Was denn du? Ist sie das Mädchen? Nee, ne? Hey, du kleiner Langfinger. Halt dich da raus. Ich fahre. Da hinten rennt einer. Der... Ja, glaube ich, eins der Kinder. Glaubst du an die Seele? Einen Teil von uns, der nach unserem Tod bei Gott weiterlebt? Was siehst du? Denk ich darüber nach. Ah, da im Wasser. Okay. Da ist das Kind, würde ich sagen. Du schon wieder? Kümmer dich um deinen Kram. Ja, machen wir auch. Bist du Elvin? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wigbert, du dummes Mondkalb. Oh, wer sind die beiden denn? Rück ihn raus, Elwin. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Dreht um und haut ab. Dann bleiben eure Eingeweide, wo sie sind. Schon gut, war nicht so gemeint. Haltet euch aus Ärger raus. So, wir haben was gut bei den beiden, würde ich sagen. Ha! Geschieht ihm recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Das waren die Schläger der Feder. Dank dir sind die mit eingekniffenem Schwanz davongerannt. Dann verdankst du mir wohl dein Leben. Sie ist mutig und stark. Vielleicht kann sie uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Aha. Na los, gib mir, was du gestohlen hast. Vielleicht kann sie uns retten. Ah, ein Schlüssel. Viel Glück, Dänen. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Also ab in die Kanalisation. Oh, wir haben uns ordentlich mit ihnen entdeckt, tatsächlich sogar. Eliminiere die Feder. Hilda, Wächter des Glaubens. Die Person befindet sich oft in der Kloake von Winchester. Fahre Hilda die Feder. Die Kirche ist kein Ort für eine intelligente Frau. Diese Lektion lernt Hilda schon früh im Leben. Mit 6 Jahren wurde sie weise und in einem Kloster untergebracht. Doch während die männlichen Waisenkinder die Tage mit Lernen und Beten verbrachten, wurde sie in die Küche verbannt. Sie begann an Türen zu lauschen, sich im Schatten zu verstecken und Mönche mit den Geheimnissen zu erpressen, die sie mitbekamen. Im Austausch gegen ihr Schweigen sollten sie ihre Dinge von Bedeutung beibringen, lesen, schreiben, Latein. In der Kirche war ihr unersättlicher Verstand ihr Verderben. Im Orden war er eine Offenbarung. Bischof Ethelfried sah nicht nur ihren scharfen Verstand mit Wohlwollen, sondern auch ihre Rücksichtslosigkeit. Sie baute schnell ein Netzwerk aus Kindern wie sich selbst auf. Schnell und scharfsinnig. Kleine Hände, die schnell stehlen, kleine Ohren, die viel hören. Kein Geheimnis in Winchester ist vor dem Herr der kleinen Spitze der Feder sicher. Ja. Und wir wollen sie natürlich auch verfolgen. Wo ist denn die gute Feder eigentlich? Die ist hier unten. Okay. Ja, da sind wir ja schon fast auf dem Weg, würde ich sagen. Oder? Ja. Ein bisschen haben wir dahin noch. Aber guck mal, hier ist auch der Mithras-Tempel. Ja, dann gehen wir wohl mal in die Richtung. Mal gucken, ob wir die irgendwie finden.
In der Kloake. Ich muss sehen, was du siehst. Ja, ich sehe auch, was ich sehe. Da ist, glaube ich, ein Eingang zu einer... zu einer Tür. Und fand ja dann Lesben? Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Okay. Aber kleine Fallen sind ja das geringste Problem. Oh, Kinder. Ich mag schöne Sachen, aber Magister Barthol, alle sind tot. Stehen ist unrecht, deshalb muss ich auf der Straße leben. Okay, wir kommen hier weiter. Ah, wo hier, ne? Oh Gott. Okay. Dass wir inzwischen so gute Attentäter sind. Okay. Ist sie das da unten? Wir richtig? Ehrlicherweise wissen wir es gar nicht, oder? Ha. Okay, pass auf, bevor wir da lang gehen. Da hinten war ja noch ein Weg. Hier hoch. Oder? Ach nee, war ja gar nicht tatsächlich. Ich dachte. Okay, pass auf, dann müssen wir dann da lang gehen tatsächlich. Ich würde gerne darüber springen, aber es sieht zu weit aus. Und hier muss man, glaube ich, auch nochmal tauchen, oder? Nee, muss man nicht tauchen. Kann man einfach rein. Oh. Äpfel, Ratten. Da ist sie. Dumme, dumme Dänen. Ach, guck mal. Dass sie eine Frau sucht. Na, na, Elvin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die na, super. Sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt, und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Nein, du stirbst du! Ach so, hallo? Wirst du Flügel brauchen? Ich will hier raus. Gute Nacht.
Wow. Na, wie viele kommen jetzt noch? Ist sie das jetzt persönlich? Wir wissen jetzt gar nicht, wo die hin ist, oder? Die stand doch da hinten oben, ne? Ne, die stand hier oben tatsächlich. Ist die hier weitergegangen? Lernstätte. Elfrieds Dach. Flieht sie zum Haus des Bischofs? Sie für mich sühnen. Ja, sie für mich. Ne, untertauchen möchte ich nicht. Ich will wissen, wo die jetzt hin ist. In bewachten Gebieten wird sie schwieriger zu töten sein. Ja, das ist sehr schön und gut. Können wir die nicht vom Orden her noch... Ah, okay. Die ist im Domizil vom Bischofstempel. Ja, da müssen wir ja eigentlich eh hin, ne? Okay, hier gibt es übrigens auch noch... Ich denke mal, das gibt es sogar noch in der Kloake, ne? Oder ist das hier... Ah, das ist wohl hier oben drin. Also mal gucken, dass wir irgendwie reinkommen hier. So, wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir das auch mal eben... Okay. Lagerstätte. Jetzt kommen wir wohl hier rein, oder? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Gab's denn noch einen Schlüssel? Warte mal, jetzt muss ich mal selbst gucken. Hier war da noch irgendwo einer, oder? Da oben. Ah, okay. Ja, und da ist natürlich eine Wand. Komme ich hier einfach an der Wand hoch? Natürlich nicht. Ah, hier ist was zum... ...bewegen. Ah, guck mal, die Schatzkarte ist aber hier. Deswegen muss ich da hoch. Ist das ein... Oh, das ist ein großer Schatz. Ja, dann wollen wir den natürlich auf jeden Fall haben. Dann hat das aber wirklich was damit zu tun hier, dass wir das hier durchschieben müssen. Hm?
Perfekt. Damit haben wir auch den nächsten Reichtum in der Stadt. Und wir haben die Schatzortkarte auch bekommen. Da gucken wir uns natürlich an, ob wir das finden. Ist wahrscheinlich, mal gucken, ob das eine Beschreibung ist oder eine Zeichnung ist. Das ist tatsächlich eine... Oh, das ist tatsächlich eine Schatzkarte, Lernstätte, Windkiste. Tatsächlich eine Karte. Das ist ein Fluss, das sind Berge und hier ist ein Abzweig und ein See. Puh. Das ist jetzt schwer. Könnte der See hier sein? Das ist, finde ich, übrigens auch doof, dass wenn ich jetzt auf die Karte gehe, dann immer wieder hier zurück muss. Was soll denn das sein? Das sind keine Landesgrenzen. Das ist irgendwie ein Fluss. Das könnte natürlich irgendwo hier unten sein, das passt aber einfach nicht. Oder soll das Winchester selber sein? Also wenn das Winchester selber ist, dann müsste das hier unten sein. Das passt aber irgendwie gar nicht mit den Bergen und dem Wald und so. Boah, das muss ich mal... Da muss ich dann mal gucken, was das ist. Das ist so aus der Geschichte irgendwie schwer zu lesen, finde ich. Die Tür ist immer noch verschlossen. Naja gut, wir sind ja so reingekommen und wir haben 4 Fertigkeitenpunkte. Mal eine andere Frage. Können wir nicht einfach... Können wir nicht. Danke fürs Gespräch. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Wir sind doch... Da oben ist ein Schlüssel. Okay, den habe ich natürlich liegen lassen. Nein, nein, nein. Ach ja, Steuerung. So, Schlüssel. Und Silber. Okay, ja, da müssen wir mal gucken. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da kann ich jetzt mit der Karte kann ich gar nichts anfangen. Schön ist aber, dass wir weitere Reichtümer bekommen haben und ganz viele Fertigkeitenpunkte. Dann machen wir mal mit den Gelben jetzt hier weiter. Hier war alles, ne? Okay, Attentatschaden. Und das will ich eigentlich nicht. Das brauchen wir nicht, den Punkt. Aber das Schleichen können wir auf jeden Fall noch haben. Und Gesundheit. Ah, wir haben ja 4 Punkte, stimmt ja. Ah, Dolch und Sichel brauchen wir auch nicht. Okay, dann schwerer Schaden. Nee, eigentlich nicht. Leichter Schild. Leichter Schild ist gut. Leichter Schild ist auch das, was wir haben, ne? Ja. Gifthauch brauchen wir auch nicht. Okay. Gut, dann haben wir das. Jetzt suchen wir aber weiterhin die gute Frau. In dem Domizil. Und dann haben wir auch schon eine ganze Ecke geschafft von der Stadt, ne? Also wir haben noch den ganzen oberen Westen, aber das sind ja unsere 4 letzten Reichtümer. Wir haben noch 2 Nebenquests, die sehe ich auch beide. Wobei hier ja schon fast außerhalb gezeigt wird. Ja, wobei, das ist doch noch in Winchester, oder? Und ich sehe zumindest auf Anhieb schon mal 2 weitere Artefakte. Das dritte fehlt mir noch. Aber gut, wer weiß, ob wir das nicht irgendwo noch finden. Wir gehen erstmal jetzt tatsächlich in Richtung des Tempels. Können wir als Mönche untertauchen. Und hier gibt es natürlich Punkt 1, Wachen. Punkt 2.
auch wieder eine Ausrüstung. Okay, wir müssen hier runter. So. Also Punkt 1 ist, wir gucken erstmal, wo wir die Ausrüstung finden. Ah. Und hier ist auch noch ein weiteres Teil. Was zur Hölle ist das? Die ist hier unten, oder? Über uns ist sie. Ja, und hier ist ein Schlüssel. Okay, pass auf. Dann erstmal wieder hier hoch. Das ist irgendwie komisch, dass das so leuchtet. Wachen schützt mich. Wo ist sie denn jetzt? Da rennt sie rum. Okay, pass auf. Ja. Komm mal her, meine Gute. Weicht mir nicht von der Seite. Ich würde eher sagen, das hat sich jetzt erledigt mit dir. War sie die gute Hilda? Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling! Du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Mhm. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr. Und ich gebe dir einen Mann. Oder eine Frau. Die rekrutiert. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten? Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben und zu wenige zu retten. Mein Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Naja, wir wissen ja schon recht viel. Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld. Puff. Yep. Weg war sie und jetzt müssen wir uns aber ziemlich schnell sputen, weil ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Dreck aufgewühlt da in der Bischofsresidenz. Und wir wollen auch die beiden Schätze haben. Das ist bestimmt ein römisches Artefakt und das andere... Gudrid wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Glaub doch nicht, dass du so hinkommst! Ja. Gleich ist es vorbei! Verflucht sei dein Glück!
nicht verlassen. Ach Gott, Goya ist auch noch da. Goya kann ganz schön zuhauen. Aber Goya ist auch Geschichte. Ist noch irgendjemand? Ohne Fahrschein? Ne, danke. Kümmern wir uns jetzt mal um die Schätze hier. Von der anderen Seite würde ich sagen, ne? Okay, also müssen wir irgendwie rein. Ja, perfekt. Nein. Beziehungsweise wir können da... Ah. Da auf jeden Fall die Tür mal kaputt machen. Das andere Ding ist irgendwie auf dem Dach, oder? Wenn ich das richtig sehe. Hm. Leider nur der kleine Schatz, nicht der große. Da ist der große. Da müssen wir irgendwie hoch. Irgendwo gibt's hier. Ja, warte mal, hä? Was ist denn? Gibt's hier keine Leiter? Keine Treppe? Ach, hier. Oh, ich bin auch blind. Aha. Okay. Wenn wir das hier von... Ach, guck mal. Erstmal das einsammeln. Noch eine Schatzhundkarte. Und das da. Wie kommen wir das ran? Ist da eine Tür? Ah, da ist die Tür, okay. Wie kommen wir an die Tür? Doch auch von da, oder nicht? Ja, natürlich. Perfekt. Ah, es gibt noch einfache Dinge in dieser Stadt. Der Tarnenmantel. Oh, sehr schön. Alles klar, dann haben wir auch alles das hier in der Ecke geschafft. Dann bleiben noch zwei Artefakte und zwei Rätsel. Dann haben wir doch alles im Blick. Und wir müssen zurück zu den Sacks aufspießen. Okay, wir müssen erstmal gucken, was wir jetzt eigentlich alles bekommen haben. Im Orden gab es auf jeden Fall, glaube ich, irgendeine Mitteilung für die Hake. Die Hake ist eine Frau, trägt schwarz. Die Hake lebt in einem sehr religiösen Umfeld. Mach es wie ich, sei streng mit deinen Schützlingen, doch nur zu ihrem eigenen Wohl. Ich habe keine Freude an den Strafen, die ich verhänge und vollstrecke. Komm in die Stadt, in der ich in der Tradition religiöser Gelehrsamkeit lebe. Du wirst sehen, wie der Glaube an Gottes Zorn Gehorsam hervorbringt. Ja, uns fehlen auch noch zwei. Uns fehlen auch noch zwei Ordensmitglieder für die Hake. Eins kriegen wir dann noch in der Stadt. Das andere müssen wir woanders dann aufspüren. 10 von den Medaillen, wollte ich gerade sagen, haben wir auch schon wieder. Also Schlüssel versteckt der Feder. Ach ja, okay, gut. Und Schatzkarte Bistum Winchester. Ja, guck mal, das ist doch... Das ist die Insel. Und dann das die... Guck mal, das ist die Insel und das ist... Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Hier ist irgendeine große Katze. Geh nochmal auf die Karte. Also das andere ist die Insel.
Das ist irgendwo da. Was das andere ist? Keine Ahnung. Also, das könnte alles sein. Wie viele kleine Flüsse, große Flüsse münden in Seen? Könnte auch eine Ländergrenze sein, die da dargestellt ist, aber boah, schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig. Das muss ich dann mal irgendwann gucken, ob wir das rausfinden, was das mit der Karte auf sich hat. Also bevor wir es dahin gehen, würde ich sagen, machen wir das eine Rätsel hier unten noch. Weitere Sachen hatten wir jetzt aber nicht, ne? Nö. Da können wir auch mit dem Schnellreisepunkt einfach hinreisen. Machen wir die eine Nebenquest dann noch. Entschuldigung, musste einmal jetzt ein bisschen an den Haaren gezogen. Die eine Nebenquest noch da unten. Das bietet sich, glaube ich, an. Das ist die Richtung. Ah, Mensch, direkt da vom Gotteshaus. Wir sind eigentlich praktisch. Wir springen dem auch direkt in die Arme, das ist doch gut. Schick mir ein Zeichen, leuchte mir den wahren Weg, denn du bist der Hirte und ich das. Du hast die Kirche seit Tagen nicht verlassen. Der Gestank brennt selbst Gott, oh Gott, in der Nase. Okay. Ich sehe mir diese Schrift schon seit Stunden an. Freude dich über Gott, den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Was beschäftigt dich? Gott wird zu mir sprechen, das weiß ich. Er wird mir den rechten Weg weisen. Ich sehe, Gottes Licht wird ihm den Weg weisen. Vielleicht kann ich die Pulte erleuchten, um sein Geschwafel zu beenden. Ein Zeichen? Oh Herr, nimm, gib ihm ein Zeichen. Führe ihn auf seinen Weg. Ja, erleuchte. Aha. Pulte erleuchten. Ja, das haben wir doch jetzt schon gemacht, oder? Das geht ja nicht zu oder auf. Können wir das von außen machen? Müssen wir da was kaputt machen? Und mal gucken, ob wir da irgendwas an der Außenmauer machen können. Ah, da sind Sachen davor. Hier ist ja auch schon eine Lücke. Hier auch. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir... Ach so, warte mal. Mein Weg ist klar. Ich muss die Fesseln der Bruderschaft ablegen und mein Leben der Lobpreisung Gottes auf anderem Wege widmen. Meine Erzählung muss von höchster Anmut sein, umfassend, und die großen Taten des erhabenen Elfred verewigen. Aha. Na, danke, Herr. Ich werde ein gesegnetes Manuskript verfassen, das Elfred und seine großen Taten preist. Also habe ich ihn angestiftet, Elfred zu lobpreisen. Na, dann haben wir es doch. Diesen aufgeplusterten Sachsen. Ich hoffe, sein Werk bleibt so unbedeutend wie er selbst. Dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Ach, diese Nebenrätsel sind schon irgendwie cool. Ich muss sagen, das ist eins der Highlights in dem Spiel. Weil die sind echt mitunter sehr kreativ. Und machen eine Menge Spaß. Finde ich persönlich. Genau, die beiden Sachen braucht man nicht, ne? Genau, Gift-Effektivität, das andere brauchen wir auch nicht. Schwerer Schaden nicht. Dann sind wir hier mit allem fast durch. Dann können wir mal gucken, was hier noch ist. Gift-Effektivität. Ausweichen ist gut. Ja, ausweichen. Okay, dann können wir uns langsam nach unten arbeiten. Wir haben ja schon relativ viel gefüllt. Und das geht dann noch in den Baum zurück. Ja, ich denke, wer weiß, wie weit wir noch kommen. Gut, nächste Nebenquest geschafft. Ich würde sagen, dann geht's eigentlich als nächstes direkt zur Hauptquest. Wir können aber erstmal gucken, dass wir das Artefakt noch machen, denn wir werden es mit der Hauptquest jetzt eh nicht mehr schaffen in der Folge. Dann haben wir zumindest mal ein paar der Rätsel schon geklärt und dann sind wir mit Winchester auch relativ schnell durch.
Gerade diese kleinen Missionsorte gehen eigentlich immer relativ fix. So, wir müssen da hoch. Ich sehe das schon kommen. Wittener Gamotthalle. Okay, okay, okay. Abbiegen, abbiegen, abbiegen. Auf das Haus. Boah, ey. Die Kurve habe ich nicht kommen sehen. Okay, aber das ist... super machbar. Perfekt. Tattoo-Entwurf erhalten. Sehr schön. Guck mal an. Wieder was geschafft. Ja, dann ist es tatsächlich jetzt nur noch... Was heißt nur noch? Ist noch ein bisschen was. Das hier. Also hier ist noch irgendwo ein Schatz, den wir uns holen können. Mit Schlüssel, natürlich. Und natürlich wieder... in einem mehr oder weniger bewachten Gebäude. Aber das kriegen wir hin. Wir sind ja inzwischen Profis, was das angeht. Eigentlich muss ich sagen, jedes Rätsel haben wir... Oh, da, guck mal, das ist da oben vielleicht gleich. Hä, das ist ja... Das ist ja wie auf dem Präsentierteller hier. So, dann werden wir doch mal hier ein bisschen für Aufruhr sorgen. Ich töte dich. Glaube nicht, mein Freund. Ich glaube, der ist tot. Schön auf der Bank. Ja, guck mal. Und schon haben wir das alles wieder. Weiterer Tungstenbarren und ganz viel Geld. Das hat sich ja mal richtig gelohnt hier in der Schatzkammer. Hi, der Witzka. Berechtigter Anspruch. Ich, letzter aus Boudicas Stammbaum und wahre Erbe des Thrones von Englerland, befehle euch, den Münzstempel des falschen Königs zu stehlen. Schon bald wird mein Ansatz auf... Oh, der hat Falschgeld gedruckt. Der hat Geld gedruckt hier. Schön. Und das auch schon. Mensch. Das geht ja hier richtig wie Brezelbacken. Ich würde sagen, den können wir noch machen, den Tattoo-Entwurf. Ich muss mal gucken, der ist irgendwo da oben auf dem Dach. Wir können auch mal wieder hier hochgehen. Ich glaube, wir waren da relativ nah weit dran. Der ist da hinten, da kommen wir doch locker hier über... Ah, genau, das ist der beim Markt, den wir jetzt die ganze Zeit schon... wenn ich sagen, machen, doch, eigentlich schon machen wollten auch. Boah. Das ist ja schon ein richtiges Parkourlaufen hier, ne? Von Ivor. Oh, guck mal, jetzt auch nochmal ein paar. Damit hätte man, glaube ich, auch viel, viel mehr machen können. Das habe ich aber auch irgendwie gar nicht verfolgt. Also. Was ist mit Ivor? Also. Gut. Ja, das hätten wir. Dieses Spiel hätten wir auch mit dem Typen machen können, ne? Können wir das einsammeln hier auf dem Weg? Oh. Was? Okay. Perfekt. Oh, wir bleiben erstmal hier. Warum unternimmt Alfred nichts? Selwyns Blutdurst wird unser aller Untergang sein. Der ist doch schon weg, Selwyn. Nee, lassen wir mal. Wir wollen jetzt hier nicht für Aufmerksamkeit sorgen. Okay, dann haben wir jetzt alle Artefakte. Uns fehlt ein Rätsel, aber das ist ja definitiv das hier oben in der Ecke bei der Pferde, bei den Stallungen. Und wir haben nur noch zwei Schätze für Winchester und eigentlich jetzt nur noch den ganzen Rest zu machen. Ziemlich cool, ich würde sagen. Wir gucken mal, ob der Sax wirklich tot ist. Ich tippe mal nicht.
Oder er ist vielleicht wirklich tot, man weiß es nicht. Wäre witzig, ne, eigentlich, von der Sache her. Also, weil ihr das essen wollt, ob der Sachs tot ist oder nicht und wir nicht weiter in einem Haufen voller Mist liegen wollen, dann schaltet doch einfach in der nächsten Folge wieder mit ein. Ich würde mich freuen, wir kommen dem Ende des Ordens näher. Wenn ihr mal schaut, es sind gar nicht mehr so viele Mitglieder. Es sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mitglieder nur noch. Schaut mal, was wir alles schon ausgeschaltet haben. Also, ich denke, das schaffen wir noch. Also, noch ein paar Folgen, dann kommt irgendwann das große Finale. Und das wollt ihr alle nicht verpassen, also schön dranbleiben. Und dann könnt ihr hier immer alle 2 Tage, 18 Uhr, das nächste AC Valhalla-Video sehen. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.